Stuttgart mobil machen? Dafür sorgt die Stuttgarter Straßenbahn AG. In Spitzenzeiten sind rund 180 Züge im Stadtbahnnetz unterwegs. Rund 680 Fahrer sind im Fahrdienst der Straßenbahn beschäftigt. Die sorgen dafür, dass täglich eine 500.000 Fahrgäste sicher und pünktlich zu ihren Zielen kommen. Zum 150-jährigen Jubiläum der SSB wird in Stuttgart groß gefeiert. Zu Gast Fahrer aus ganz Europa. Vorsicht, das Tram kommt. Attenzione, come viene il tram. Beiseite, Straßenbahn. Sieh auf für Spurwagen. Pass auf, Strampe. Okay, go. Go. Zero, and go. Look for your feet. Die große, weite Welt der Straßenbahnfahrer zu Gast in Stuttgart. Die Stadt der Liebe und des Gefühls. Oh. 25 Teams aus 19 europäischen Städten wollen es wissen und sich messen. Weiter. Wer ist dieses Jahr in Europa das beste Team? Es geht um den Titel Beste Tramfahrer des Kontinents. Sechs ganz besondere Disziplinen müssen sie meistern. Alles mit der fremden Stuttgarter Straßenbahn. Ja, wir haben bei der SSB dieses Jahr das 150-jährige Jubiläum. Deswegen haben wir Gäste aus aller Welt eingeladen. Wir haben 25 Teams für die Tram-EM 2018 hier im Haus mit 19 verschiedenen Nationen und feiern heute hier ein schönes Fest. Der Hintergrund ist es, den Job des Straßenbahnfahrers der Öffentlichkeit noch mal zu zeigen. Was steckt dahinter? Und 25 Teams werden den Wettbewerb bestreiten. Deshalb gibt es für alle Teilnehmer am Vortag erstmal ein umfassendes Briefing. Der oberste Fahrlehrer der SSB, Thomas Dietz, trägt vor. Sechs Übungen müssen die Teams morgen bewältigen. Ab dafür. Türfreigabe, Fahrsignal grün, losfahren. Die Fahrer sollen die Schranke ohne Anhalten öffnen und dabei so wenig wie möglich Flüssigkeit verschütten. Weiter geht's. Beschleunigen auf Tempo 25 ohne Tacho. Mit dem Bremseinsatz beginnen und möglichst punktgenau zu stehen kommen. Auch hier gibt es Punkte. Und weiter geht's. Das Lichtraumprofil des Wagens kennen. In engen Kurven hat der Wagen im inneren Gleisbogen einen Überhang. Auf den seitlichen Profilabstand kommt es an. Den muss ein Fahrer auch im täglichen Betrieb ständig abschätzen. Und jetzt noch exakt anhalten. Auf der linken Seite muss die zweite Tür möglichst exakt an einer Markierung sein. Zum Abschluss Bowling. Für jeden Fahrer absolut ungewohnt, erstmal auf das Hindernis draufhalten, um die Kugel in Bewegung zu setzen. Höchste Konzentration bei den Teilnehmern. Außerdem Team der SSB sind die anderen das Stuttgarter Fahrzeug noch nie gefahren. Deshalb erhalten sie hier auch schon mal technische Details rund um das Stuttgarter Stadtbahnfahrzeug. Für die Straßenbahner aus 19 Nationen wird es zwei Durchläufe geben. Die Champions kommen aus Paris. Zweimal haben sie schon den EM-Pokal geholt. Die Metro-Profis wirken konzentriert. Es sei ein anspruchsvoller Wettbewerb, sagt sie. Da seien sie natürlich besonders gefordert. Die Konkurrenz sei hart. Das Stuttgarter Team übrigens wurde von der SSB ausgewählt als Belohnung, weil beide ihren Job so gut machen. Ich habe das schon immer faszinierend gefunden, Straßenbahnzüge generell einfach. Und hab dann gesagt, das mache ich. Und ich bereue keinen Tag. Ich fahre immer noch gerne und mache das hoffentlich noch ein paar Jahre.
mir macht es einfach Spaß, mit der Stadtbahn so durch Stuttgart zu fahren, teilweise auch zu schweben, also in den auswärtigen Gebieten, wie zum Beispiel Richtung Gerlingen oder dem Fasanenhof. Und auch ja, die Fahrgastbeförderung. Also es gibt durchaus nette Kontakte, also viele. Also viele zum Beispiel so von Frau zu Frau gibt es zum Beispiel oft, dass die Frauen aussteigen und nochmal winken. Dann habe ich auch an verschiedenen Haltestellen ältere Herren, die manchmal mit einer Schokolade schon auf mich warten und sich einfach freuen, ja, dass sie jetzt gefördert werden. Und, ja. Am Mittag beginnt der praktische Teil. Zum Vertrautmachen mit ihrem tonnenschweren Sportgerät, den Stuttgarter Stadtbahnfahrzeugen, dürfen alle Teams im Stuttgarter Stadtbahnnetz fahren. Die Stuttgarter Stadtbahn, anders als die anderen, ist sie eine Hochflurbahn, einzigartig in Europa. Haltet euch bitte nochmal fest. Okay, emergency brake. Viola Diederichs und Kevin Holuba an ungewohntem Platz im Triebwagen. Ich glaube, das wird morgen ganz schön schwer für uns, weil wir das Fahrzeug schlicht nicht kennen. Unsere Bahnen in Göteborg kennen wir natürlich. Das hier ist eine völlig andere Bahn. Zu Hause in Göteborg fahren wir praktisch auf der Straße. Ihr in Stuttgart seid quasi zwei Stufen 20 cm höher. Ein ganz anderer Blick, schwerer, eben anders. Es ist natürlich trotz allem für uns auch eine Herausforderung und eben auch keine alltäglichen Dinge. Die Fahrt über die Filderebene ist auch eine kleine Sightseeing-Tour. Die Meisterschaften wurden zum ersten Mal ausgetragen vor 7 Jahren zum 140-jährigen Jubiläum von Dresden. Damals haben wir schon gesagt, wir hätten Interesse, das beim 150-jährigen der SSB zu machen. Und so haben wir das jetzt dieses Jahr bei uns. Und dieses Lied? Ich muss die Straßenbahn kriegen. Darf in Stuttgart natürlich nicht fehlen. Ich muss die Straßenbahn kriegen. Aber bloß auf 5 verbringe ich heim. Ich muss die Straßenbahn kriegen. Und dafür will ich nicht. Ich muss die Straßenbahn kriegen. Und bloß auf 5 verbringe ich heim. Die 5 haben den musikalischen Startschuss gegeben. Der Tag der Meisterschaft ist da. Mit einer bunten Eröffnungszeremonie beginnt der sportliche Teil der 7. TAM-Europameisterschaft 2018 in Stuttgart. Auf dem Betriebsgelände der SSB in Möhringen. Selten bekommen Straßenbahnfahrer im täglichen Einsatz so viel Beifall. Ich erkläre die 7. Europameisterschaft der Straßenbahnfahrerinnen und Straßenbahnfahrer für eröffnet. Es geht uns ja auch darum, mal das Kerngeschäft, nämlich das Thema Personenbeförderung mit dem Fahrpersonal, mal in den Mittelpunkt einer solchen Veranstaltung zu stellen. Und insofern ist es auf der einen Seite sicherlich den Kolleginnen und Kollegen, die da jeden Tag ihren Dienst tun, ein Ausdruck von Wertschätzung und auf der anderen Seite natürlich auch eine schöne Möglichkeit, im internationalen Kontext mit Kolleginnen und Kollegen sich auszutauschen, die in einer ähnlichen Situation sind. Wir haben gestern schon den ganzen Tag genossen. Die Trainingsfahrten, den Besuch auf dem Fernsehturm. Die Menschen hier sind so gastfreundlich. Prima Atmosphäre, fantastisch. Stuttgart ist very nice area. Auch das Moskauer Team ist angetan. Sie sind natürlich ein bisschen aufgeregt, aber sie sind trotzdem fröhlich und sind froh, da mitzumachen. Gefahren wird mit der neuesten Fahrzeugserie der Stuttgarter Straßenbahn, dem DT8-14. 94 Sitzplätze hat jeder der 40 Meter langen Triebwagen. Der Fußboden ist in 1 Meter Höhe über Schienenoberkante. Man schwebt also förmlich durch Stuttgart, im Gegensatz zu vielen anderen Straßenbahnen in der Welt. Stadtbahn, Straßenbahn und U-Bahn. Alles vereint der DT8 in einem. Und bis zu 80 Kilometer schnell kann er fahren. Gebaut wird er übrigens in Berlin bei Stadler. Unser Fahrzeug ist anders.
wie alle Straßenbahnfahrzeuge, die immer anders sind. Das ist die Herausforderung. Ja, stellen Sie sich so vor, als wenn Sie Ihr Auto plötzlich nicht mehr mit dem Lenkrad steuern, sondern mit dem Joystick oder mit seitlichen Knöpfen oder nur mit den Pedalen. So ist das hier bei uns auch. Also ein Joystick, Sollwertgeber zu haben, heißt noch lange nicht, dass das bei anderen Bahnen, die das auch haben, dann genauso läuft. Ja. Das ist eine große Herausforderung. Fahrzeugabmessungen, Geschwindigkeit, Bremsvermögen. Das sind auch die Dinge, bei denen es dann bei den Tests drauf ankommt, zu zeigen, ob man wirklich was kann und verstanden hat, woraus beim Straßenbahnfahren ankommt. Hier die modernen Fahrzeuge mit dem Sollwertgeber oder Joystick, wie es Herr Schröder gerade gesagt hatte, sind von der Bedienung schon deutlich einfacher als der GT4, den wir ja über 50 Jahre in Stuttgart im Einsatz hatten. Auch wenn unser Fahrzeug ein Hochflurfahrzeug ist, kann es enorm viel. Es kann Straßenbahn, es kann U-Bahn, es kann Stadtbahn. Es ist bis 80 Kilometer im Tunnel schnell und oberirdisch im Sichtfahrbereich kann es immerhin 70 fahren. Das ist phänomenal. Wir sind unglaublich flexibel mit diesem Wagen und könnten den sogar als Voll-U-Bahn einsetzen, wenn wir denn eine Strecke hätten, wo wir komplett unabhängig fahren könnten. Der DT8, ein wahrlich universelles Fahrzeug, aber genau für das Stuttgarter SSB-Netz konstruiert und optimiert. Und was sagen die Fahrer aus den anderen Städten dazu? Ja, wir haben halt Niederflurfahrzeuge. Also es ist schon ein großer Unterschied. Unsere sind noch ein bisschen schmaler. Hier haben wir 2,65 Meter Breite, wir haben 2,40 Meter Breite. Also ist schon doch ein kräftiger Unterschied. Sie sind anders als unsere, sagt der Pariser Kollege. Aber wir haben gestern trainiert. Wird schon klappen. Der niederländische Fahrer sieht für sich Schwierigkeiten bei der Bremse. Sein Fahrzeug hat eine andere Technik. Es rollt weiter und muss aktiv gebremst werden. Ob das im Wettbewerb dann alles klappt? Er hat Bedenken. Ich werde sehen, wie es läuft. Viola Diederichs und Kevin Holuba kennen ihren DT8 in- und auswendig. Ist das der berühmte Heimvorteil? Die Aufregung steigt, die Hände werden immer kälter. Ja, und so langsam wird es wohl Zeit, Richtung Zug zu gehen. Ja. Die Anspannung steigt, ja, auf jeden Fall. Auch wenn meine Rolle am Anfang ja noch relativ klein ist, ich muss ja nur den Dummy positionieren, aber trotzdem, ja. Viola Diederichs muss zuerst ran. Ladies first. Er darf sie noch mal drücken. Horst, ihr Ehemann, ebenfalls Stadtbahnfahrer. Und dann geht's los. Komm rein. Grün. Und los. Die Zeit läuft. 6 Disziplinen. Zuallererst geht's ums Feingefühl. Die Schwipp-Schwapp-Schranke. Möglichst kein Wasser verschütten. Ach, herrlich sieht das aus. Ach, das ist so viel war das gar nicht. War nicht viel. Optimal. Volle Punktzahl. Dann das Ziel bremsen. Weiter. Oh, da ist noch viel Platz nach oben. Leider nicht optimal getroffen. Jetzt ist Teamkollege Kevin Holuba gefragt. Er platziert ein Hindernis in der Kurve. Möglichst nah vorbei, heißt es da. Aber bloß nicht umnieten. Bis zur Radarbefahrung. Die Spannung ist förmlich in der Luft zu spüren. Der Zeiger zeigt noch Platz und ach du grüne Neun. Perfekt, super. 500 Punkte, aber besser geht nicht. Kevin Holuba fühlt sich schon fast als Sieger. Und weil auch die Zeit zählt, legt Viola noch einen Zahn zu. Doch sie fährt etwas zu schnell und kommt deshalb nicht exakt an der Markierung zum Stehen. Wertvolle Punkte bleiben auf der Strecke. Fahrzeugwechsel. Viola Diederichs auf dem Weg zur Königsdisziplin. Bowling mit Tram. Nochmal Punktgewinn. Und 1, 2, wow. Die erste Anspannung ist mal vorbei, klar.
bei meinem Lauf wird's dann natürlich noch mal, geht die Kurve natürlich noch mal wieder nach oben. Jetzt schauen wir mal, was die Konkurrenz so macht. Für die Gäste ziemlich ungewohnt, das Stuttgarter Hochflurfahrzeug. Sie durften darauf üben. Und jetzt schlagen sie sich bestens. Sie schieben das Stuttgarter Team immer weiter nach hinten. Jetzt kommt die Fahrerin aus Göteborg, Sara Aspenström. Ganz entspannt, skandinavisch cool, fährt sie durch den ersten Lauf. Die Polizei mit der Radarpistole wird ihre Geschwindigkeit messen. Sara Aspenström muss ja nach Gefühl fahren. Der Tacho ist zugeklebt. Sie schafft es, sich in kurzer Zeit von der Fahrdynamik und Bedienung ihres gewohnten Fahrzeugtyps auf ein unbekanntes Schienenfahrzeug umzustellen. Die Schwipp-Schwapp-Schranke. Super. Exakt 25 km pro Stunde. Höchste Punktzahl. Nur beim Bremsen ist sie zu früh dran. Jonas Arvidsson muss jetzt die Tafel platzieren. Auch die Jury im Kontrollraum ist erstaunt, wie die Schwedin aus Göteborg durch den Parcours fährt. Oh, sehr gut, sehr gut. Ganz viel Gefühl. Ich mache das jetzt bereits zum 7. Mal und da kriegt man eine gewisse Routine, aber bei den ersten 2-3 Teams ist schon eine gewisse Nervosität auch bei uns in der Wettkampfleitung dabei. Die Teams beobachten sehr genau, die Teambetreuer, wie die Wertung läuft und natürlich kommen dann auch mal Nachfragen, warum hat die Wettkampfleitung jetzt so entschieden zum Beispiel. Doch, doch, also es ist ihnen schon sehr ernst. Ehrlich? Ja, es ist eine EM. Okay! Sara Aspenström eilt entschlossen zur Königsdisziplin Straßenbahnbowling. Und nochmal gibt es wertvolle Punkte für Göteborg. Ist das hier schon eine Vorentscheidung? Die rund 10.000 Besucher jedenfalls sind von dem Straßenbahnspektakel begeistert. Ja, das sollten 500 Punkte sein. Und die Konkurrenz aus Frankreich? Es sind ja schließlich die Titelverteidiger, sind erstaunt. Ich finde es super interessant, wie sich die ganzen Straßenbahnfahrerinnen hier messen und Straßenbahnfahrer. Ja, finde ich klasse. Es sind Geräte, die über 80 Tonnen schwer sind und hier punktgenau gesteuert werden. Das ist schon faszinierend. Ich wollte euch gar nicht so lange bleiben, aber so diese unterschiedlichen Leistungen, die die verschiedenen Verkehrsbetriebe bringen, die sind hochinteressant. Also wie sie es auch so einschätzen, ob sie dann tatsächlich die Kegel, wie sie die umschmeißen, wie stark sie drauf waren, das ist spannend. Ja. Aber auch eine Fahne mitnehmen, ja, das ist eine Sportveranstaltung. Knapp 100 SSBlerinnen und SSBler haben sich gemeldet, um beim Fest zu helfen. Der Betriebshof in Stuttgart-Möhringen ist zum Volksfestgelände umfunktioniert. Ein buntes Rahmenprogramm gehört zu einer Tram-EM natürlich dazu. Und die kleineren Straßenbahnfans dürfen ihre Fahrkünste mit einer H0-Straßenbahn zeigen. Was ist jetzt faszinierender, die echten großen oder hier die Spielzeugbahn? Beide. Ein Fest zum Geburtstag. Vor 150 Jahren konnten sich nur wenige eine Fahrt mit der Pferdebahn leisten. Die erste Strecke vom Staatsarchiv nach Berg mit 9 Stundenkilometern. 1895 war dann die Pferdebahn-Ära zu Ende. Mit der elektrischen begann dann die Beschleunigung des Nahverkehrs. Zügig wurde das Schienennetz erweitert. Schon 1900 wurden 14 Millionen Fahrgäste gezählt. Dann werden die Stuttgarter Vororte erschlossen.
Kartoffeln, Kohle und Baumaterial kamen im Ersten Weltkrieg auf die Schiene. 1917 gab es die ersten Schaffnerinnen. In den 20er Jahren wurde auch die Brief- und Paketpost mit der Stampe transportiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg steigt das Fahrgastaufkommen rasant. Um attraktiv zu bleiben, musste die SSB neue Wege gehen. In den 1960ern ging es unter die Erde mit der Straßenbahn. Die erste Station, der Charlottenplatz. Der legendäre vierachsige GT4 war damals das Paradefahrzeug der SSB. Ein Ärgernis. Die schönste Straßenbahnlinie Europas auf der neuen Bahnsteige musste unter die Erde. Seit 1985 fährt die Stadtbahn, der DT8 inzwischen in der vierten Generation, immer noch im typischen Stuttgarter SSB-Gelb. Die Grundausbildung zum Fahrzeugführer dauert in Stuttgart 11 Wochen. Dann übernehmen Lehrfahrer die Neulinge. Sie vermitteln die Streckenkenntnisse. Doch diese Lehrfahrer müssen auch regelmäßig Schulungsfahrten machen. Einer von ihnen war ebenfalls schon mal Teilnehmer einer Europameisterschaft und erinnert sich noch sehr gut daran. Tram-EM war für mich auch Fortbildung, weil ich mich mit anderen Kollegen habe mich austauschen können, auch in andere europäische Länder. Also ich muss sagen, jetzt mit dem Kegler war das, dem Ball habe ich mir schwer getan, weil in Berlin hat es damals so gewindet und hat ein Mann hat den Ball festheben müssen mit der Hand. Und ich habe mir schwer getan, da drauf zu fahren mit einer gewissen schnellen Geschwindigkeit, weil mir vermeidet er Unfälle und ich möchte ihn nicht überfahren. Und der ist sehr spät weggegangen und da muss ich sagen, ich bin halt ein vorsichtiger Bahnfahrer. Ich habe dann gleich früher bremst. Und das war ein Unterschied von der Gefahrensituation schon her. Das war jetzt Spaß, alles geregelt bei der Tram-EM. Und das berufliche Leben ist halt dann doch anders. So, jetzt haben wir auch schon wieder die nächste Baustelle. Diese Fahrt führt durch den Stuttgarter Westen. Und das Wichtige ist gerade hier oben, bei dieser Strecke hier oben, da ist dieses unfallträchtigste Strecke hier oben, wo wir jetzt gerade fahren. Das ist nicht übertrieben. Mindestens einmal im Monat ist hier ein Unfall mit Falschableger. Man kann ja nur jetzt bei der Stadtbahn die Gefahrbremsung einleiten. Und das Vollautomatische macht das, also schmeißt dann, da klingelt und tut die optimale Bremskraft umsetzen für die Stelle. Und mehr kann man ja nicht machen. Man kann bloß hoffen, es reicht. Endstation Bodnang, Zeit zum Fahrerwechsel und zu einem kurzen Briefing. Thomas Dietz weiß genau, welche Gefahren im täglichen Einsatz lauern. So, Jens, hast du ja die Fahrt bis hierher gut absolviert. Was gab's jetzt? Habt ihr mitbekommen? Ein paar Baustellen, 15 km/h. Richtig. Wir haben die Fahrgäste gehabt, die Passanten, die die Schienen auch kreuzen über die Gehwege, wo wir natürlich größte Aufmerksamkeit von uns verlangt wird. Ja, Tram-EM ist natürlich ein Event, na, wo ich also sage, okay, da kreiere ich ein paar Fahrübungen. Das punktgenaue Anhalten, das ist natürlich für jeden Fahrer die Herausforderung, tagtäglich, wenn er an die Haltestelle anfährt, dass er an seinem Haltepunkt exakt anhält. Weil wir haben ja in Stuttgart unsere Haltestellen größtenteils mit Aufmerksamkeitsfeldern versehen. Hi, Tina, llego. Que me llevo la valla. La valla. Im Regelfall, der Fahrer, wenn er draußen fährt, der nimmt die Hand nicht vom Sollwertgeber beim Bremsvorgang. Der hat den Sollwertgeber fest im Griff und hält den so lange, bis der Zug steht. Dann kann man loslassen. Zurück bei der Europameisterschaft auf dem Betriebsgelände in Stuttgart-Möhringen. Der zweite Lauf. Jetzt ist jeweils der zweite Fahrer des Teams dran. Als erster am Start der Stuttgarter Lokalmatador Kevin Holuba. Kevin ist aufgeregt. Oh, oh. Er ist angespannt. Ist er übermotiviert? Anstatt der Konkurrenz zu zeigen, wie man die Strampe richtig bremst, versagt er auch in dieser Disziplin. Es läuft nicht optimal für das Team der SSB. Sie haben kaum mehr Chance zu gewinnen, trotz Heimvorteil. 2 Meter Abstand wird nicht mehr gemessen. Der
Aber das wird hier, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, da gibt es noch Punkte. Dann bleiben auch noch die Kegel stehen. Die auf Platz 2 liegenden Stockholmer sind ehrgeizig und heiß auf den Titel. Er meint, er habe viele Strategien in seinem Kopf über verschiedene Punkte und Geschwindigkeiten, die er erreichen möchte. Er ist sich sicher, das wird ziemlich gut jetzt. Jonas Arvidsson startet zum Schlussspurt für sein Stockholmer Team. Er meistert die Schwipp-Schwapp-Schaukel. Sarah Aspenström stellt das Lichtraumprofil auf. Er gibt alles. So sehen Champions-Sieger aus. Der absolute Siegeswille ist ihm förmlich ins Gesicht geschrieben. Während des zweiten Durchgangs wechselt die Führung quasi minütlich. Freude und Enttäuschung liegen oft ganz eng beieinander. Und nach kurzem Zittern ist die Taktik der Schweden tatsächlich aufgegangen. Team Stockholm gewinnt und wird Sieger der Tram-Europameisterschaft 2018. Glückwunsch! Wir haben zwei tolle Tage gehabt, wir haben tolle Leute kennengelernt. Es geht dann noch weiter, wir gehen dann nachher noch essen gemütlich. Von dem her sind im Prinzip sind wir alle Gewinner. Die Platzierung klammern wir mal ein bisschen aus. Die Stuttgarter landen schließlich auf Platz 21. 2018 der Tram-EM. And the actual European champion for tram drivers. Für Schweden am Start das Team Stockholm. Sarah Aspenström und Jonas Arvidsson. Mit einer fulminanten Siegerehrung endet der sportliche Teil der EM. Als Pokal gibt es das Stuttgarter Wahrzeichen, den Fernsehturm. Und wie es sich gehört bei einer solchen Veranstaltung, dann jetzt die Nationalhymne des Siegerteams. Die schwedische Nationalhymne. Now please rise everybody for the national anthem of Sweden. Feiern werden die Fahrer sicher noch bis in die Nacht hinein. Die nächste EM findet übrigens in Brüssel statt. Dann heißt es sicher wieder. Aus der Rosner-Tramway. Schleicht die, da kommt die Tramway. Boratole. Attention, Tram und Belgique. Und wie es sich für eine sportliche Berichterstattung gehört, endet die heutige Eisenbahnromantik von der Tram-EM 2018 in Stuttgart mit den Bildern des Tages.